Ja, hallo. Hallo, Herr Laudio. Ich heiße David. Ich rufe Sie von Technik Knusprig ist Area. mein Nachname. Bitte schön. Mein Nachname wäre Knusprig. Also, Herr Laudio, ja? Nee, das ist mein Vorname. Oh, Und der Nachname wäre Knusprig. entschuldigen Sie bitte. Also, ich heiße David. Ich rufe Sie von Technik Area. Sie haben unser Software-System CryptoMethod registriert. Stimmt das? Wie ist denn Ihr voller Name? Bitte schön. Ihr ganzer Name. Sie heißen ja nicht nur David. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder einen Trading-Abzocker, der sich dem Anschein nach für was Besonderes hält und ja, auf jeden Fall sich jede Menge Zeit nimmt, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir es hier für Menschen am Telefon zu tun haben können. Ich heiße David. Ja, und weiter? David Stefan. Ich heiße David Stefan. Mein Name und Vorname. Also David Stefan. Aha, okay. Ja, okay. So, und von welcher Firma aus rufen Sie an? Definitely. Was für ein Ding? Wir sind eine internationale Investmentgesellschaft. Heißen Definitely. Definitely. Ja, Sie haben in unser Software-System CryptoMethod registriert. Ja? Wer ich? Nö. Sie haben in unser Software-System. Das ist eine Plattform für Handeln. Wann habe ich denn das gemacht? Sie haben das am 26. September gemacht. Nee, das kann nicht sein. Ja, aber warum? Ja, kann aber nicht sein. Am 26. September hatte ich zu tun. Da hatte ich den PC gar nicht an. Oder 20. September. Ich Ja, habe zwei okay. Daten. Sie haben vielleicht zweimal Ja, gemacht. aber. Oder 20. September finde ich ja lustig. Sind Sie sich da jetzt selber nicht einig, wo Sie die Daten hergekauft haben oder was? Ja, aber vielleicht kann ich Sie erzählen über unser Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen für Handeln, Investieren. Haben Sie Erfahrung im Handeln? Ja, im Handeln habe ich eine Menge Erfahrung. Bin ich Sie Profi. haben, Sie handeln jetzt, ja? Ja, da bin ich Profi im Handeln. Also, aber wir helfen jemanden mit Handeln. Wir haben ein Robosystem. Ja? Dieser Robot funktioniert so. Er öffnet Ihr Trade automatisch und verschließt. Ja? Verstehen Sie? Nee. Es gibt einen Roboter. Ja? Vielleicht, wenn Sie registrieren auf unserer Plattform, Sie benutzen Robot. Ja, Sie handeln mit Robosystem. Mit dem Robert. Ja. Okay. Und wir arbeiten mit Robot oder mit Finanzexpert. Sie können arbeiten mit Robot und Finanzexpert zusammen. Ja, weil vielleicht zuerst Sie handeln mit Robot. Dann Sie können sehen, was Robot hat gemacht. Ist Robert nicht Vielleicht gut? Robot ist besser, weil Aber wozu brauche ich denn noch einen Mitarbeiter, wenn Robert das gut kann? bitteschön? Wozu brauche ich denn noch den Mitarbeiter, wenn Robert das gut kann? Ja, mit Robot es ist besser, weil Na, das mit der Beratung, das funktioniert ja hier in diesem Callcenter schon wieder so richtig gut. Nämlich überhaupt nicht. Ja, also das, was er hier erzählen möchte, ist, dass wir den MetaTrader 4 oder vielleicht auch MetaTrader 5 bekommen. Das ist aber nichts anderes als ein Standard-Analyseprogramm für den Börsenmarkt, was man sich selber runterladen und kaufen kann. Ja, und hier kann man auch automatisch traden, zum Teil. Das heißt, man kann hier einstellen, dass man nicht zu viele Verluste macht, dass das Programm automatisch aussteigt, wenn der Kurs fällt und ihr dabei seid, Geld zu verlieren.
ne, also euer Kapital auf dem Konto gerade geschmälert wird, dann steigt das, das Programm automatisch eben aus diesem Trade aus, ne, also aus diesem Kurs, den ihr dort beigetreten seid, um Geld zu verdienen. Läuft das jetzt nicht so wie gewollt, kann man das Programm so einstellen, dass das automatisch gestoppt wird, das, die ganze Transaktion, und man sein Geld zumindest noch halbwegs retten kann. Und das ist der einzigste Roboter, den er uns hier versprechen kann. Er verspricht uns hier nicht, dass irgendwie alles komplett automatisch handelt. Also doch, tut er hier schon, aber so ist es ja nun mal nicht. Denn letztendlich muss ich die Trades immer noch selbst machen und selbst eingeben, wo ich handeln möchte. Das heißt, so robotermäßig und automatisch, wie uns das hier immer verkauft wird, ist es ja auch überhaupt nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass wir hier nicht mal irgendwelche Leistungen bekommen, wir werden auch schon überhaupt von vorne bis hinten eigentlich nur angelogen, was das ganze Thema hier angeht. Also schlauer wird man zum Thema Trading durch diese Telefonate definitiv nicht. Auch obwohl ich jetzt diesen Kanal hier schon deutlich länger als ein Jahr mache und ganz, ganz viele von diesen Anrufen schon dran hatte, man lernt dadurch nichts. Also den Trading-Markt habe ich jetzt trotzdem nicht verstanden. Nur weil die da jetzt immer wieder anrufen, kriege ich ja trotzdem keine Informationen raus. Obwohl ich immer mal wieder auch nachfrage, wie das Ganze funktioniert. Lauer wird man da tatsächlich nicht. Denn die erzählen einem hier eigentlich nur was vom Pferd. Wenn wir benutzen Robot, ja, wir bekommen von 30 zum 45% Gewinn. Ja, vielleicht wenn wir investieren 500 Euro, ja, dann bekommen wir zum Beispiel noch 200 Euro. Das zum Beispiel, weil er öffnet und schließt ihre Trades, ja, verstehen Sie? Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich da anfange? Bitteschön? Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich damit anfange? Wie viel ich bekomme? Ja. Ich bekomme nichts, weil meine Arbeit ist, sie erklären und zum ihre Konto registrieren, ja? Weil warum benutzt du Robert nicht selber? Weil ich kann nicht da. Gar nicht mehr arbeiten. Also ich arbeite in diesem Unternehmen und ich kann nicht benutzen diesen Robot. Ja, aber weil, dann kannst du doch kündigen und den Robert benutzen. Wenn man ja damit viel mehr Geld macht? Okay, hören wir. Ja, das ist tatsächlich so eine Frage, die uns die Betrüger grundsätzlich nicht beantworten. Ich meine, wenn man da jetzt so viel Geld verdienen kann und man da so reich wird von deren Systemen, warum arbeiten die Mitarbeiter eigentlich noch selbst bei denen im Unternehmen, währenddessen die hier telefonieren? Verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn man da jetzt so toll reich werden kann, ja, das beantwortet sich eigentlich schon wieder von ganz alleine. Wenn man solche Angebote bekommt, dann kann da einfach irgendwas nicht dran stimmen. Denn wer ruft bei euch zu Hause an, um euch fremde Personen reich zu machen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber irgendwie scheint das ja trotzdem leider zu funktionieren. Denn die Statistiken sagen leider, dass da sehr, sehr viele Leute ihr Geld einzahlen. Sicherlich wird nicht jedes Telefonat hier zur Einzahlung führen. Und auch ganz, ganz viele Telefonate werden da grundsätzlich umsonst sein. Aber es wird leider immer wieder genug Menschen geben, die da Geld einzahlen. Ich meine, sonst würden ja hier auch nicht massenweise solcher Betrüger anrufen. Ich kann nicht diese Robot benutzen, weil ich arbeite hier und das ist nicht so gut, wenn unsere Mitarbeiter benutzen diese Robot. Das ist schlecht. Wir können nicht das machen. Warum nicht gut sein? Das ist gut. Na, wenn Robert gut ist, dann würde ich doch meine Arbeit kündigen und lieber in Robert investieren als in die Zeit von der Arbeit. Ja, Sie hören mir. Wenn Sie investieren mit unserem Unternehmen, ja, ja. Sie bekommen Robot-System, ja, und dann sprechen Sie mit Finanzexpert. Sie besprechen Ihre System, wie Sie investieren dann, ja, verstehen Sie? Und Robert macht alles allein, ja, dann Sie bekommen... Robert allein zu Hause. Ja, aber Sie können sehen, was Robert gemacht hat, ja? Und die Überwachung? Ja. Ah, wie bei der Stasi. Ja, das ist gut, weil wenn macht das Robert, Sie bekommen 30 oder 45% Gewinn.
Ja, wenn, wie ich sage, dass vielleicht 500 Euro investieren Sie, dann bekommen wir zum Beispiel 200 Euro. Und wie sind die Arbeitszeiten von Robert? Er arbeitet 24 Uhr pro Tag. Oh, der arme Kerl. Aber gut, Ja, Ausbeutung ist vielleicht. verhüllt um das große Ziel. Welche Ziele haben Sie? Ausbeutung. Ah, Robert okay. Ausbeutung. Ja, okay. Zum Beispiel, Moment. Na, hat jetzt wieder wer Intelligentes zugehört? Okay. Ja. Alles klar. Hören wir, Robert arbeitet, ja. Zum Beispiel, er arbeitet jeden Tag und dann, wenn Sie arbeiten auf Ihre Arbeit, Sie kommen zu Hause und dann können Sie ihm auf unserer Plattform sehen, was Robert gemacht hat. Ja, zum Beispiel, er öffnet Trades oder er läuft Trades oder er schließt Trades, ja. Und dann Sie sagen, dann Sie sprechen mit unserem Finanzexperten, dass alles klar oder dass alles gut für Sie ist oder alles schlecht für Sie. Da vielleicht, ich sage zum Beispiel, also, mir gefällt Ihre Unternehmung, ja, ich möchte mit Sie noch arbeiten. Oder Sie sagen, okay, alles schlecht, ja, Ihre Roboter vielleicht gefällt mir nicht. Aber alle unsere Kunden sagen das, alles klar, Sie bekommen 30 oder 45% Gewinn. Sie können starten mit 250 Euro. Das ist minimal Deposit. Ja, fahren Sie ruhig fort. So, der Typ ist ja wirklich wahnsinnig furchtbar schlecht zu verstehen. Der stammelt sich irgendwas mit seinem gebrochenen Deutsch zurecht. Ja, und das Ganze soll was werden? Ja, dem Anschein nach ein Trading-Verkaufsgespräch für diesen tollen Broker oder diese tolle Broker-Firma oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Es ist einfach nur Betrug. Also, wenn man solch ein Gestammel von irgendeiner angeblichen seriösen Firma am Telefon hat, weiß ich nicht. Ich meine, der ruft ja hier von einer angeblichen Bank an. Er scheint aber nicht besonders viel Ahnung von dem zu haben, was er da eigentlich selbst verkaufen will, wofür er da Geld haben will. Und letztendlich sollt ihr ja Geld an eine fremde Firma bezahlen. Das heißt, ein bisschen Vertrauen müsste man da schon irgendwie dann auch haben, damit man da Geld einzahlt. Ja, aber es interessiert die Betrüger überhaupt gar nicht. Die stammeln sich irgendwas zurecht, in der Hoffnung, dass der Kunde blöd genug ist, sein Geld dort einzuzahlen, beziehungsweise zu versenken. Mehr ist es ja letztendlich nicht. Es ist schon krass, dass sowas tatsächlich immer wieder funktioniert. Bitte schön. Ja, fahren Sie ruhig fort. Ja. Ja. Vielleicht wollen Sie einen Deposit machen. Ein was? Vielleicht wollen Sie investieren jetzt. Und worin denn? Am Wochenende arbeiten wir nicht, weil alle wir Leute und wir wollen mit unserer Familie zusammen sind. Ja, vielleicht ich kann Sie am Morgen telefonieren oder wir Aber können heute ist jetzt. doch gar nicht Wochenende. Bitte schön? Aber heute ist doch gar nicht Wochenende. Ja, heute ist nicht Wochenende. Wir Ja. können doch jetzt machen. Naja, Kein aber weil die Problem. sagen, wann anders, ich hab doch jetzt gerade Zeit, ich sitze doch jetzt gerade auf Toilette. Bitte schön. Was? Können Sie nochmal wiederholen, weil ich Jetzt, habe nicht so jetzt gut habe ich gehört. Zeit, jetzt bin ich gerade auf dem Pott, da können wir uns eine Menge Zeit lassen. Ach so, aber mit welchem Deposit können Sie starten? Mit was? Mit welcher Summe können Sie investieren jetzt? Wie meinen Sie das? Ich soll was handeln. Im Handeln bin ich Ja. gut. Nicht gut? Ja. Im Aber Handeln bin warum? Ich habe Sie erzählt über Roboter, über unsere Finanzexperten. ich. Ja, aber Ich will. verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil im Handeln bin ich doch gut. Das ist gut, weil unsere Kunden bekommen 30 oder 45% Gewinn. Das ist so viel. Das ist so viel. Wenn Sie allein handeln, Sie bekommen vielleicht 10% Gewinn. Aber das ist nicht so gut, Es kommt ich immer meine. auf die Marge, auf die Spanne an, was das Produkt so wert ist. Also,
Unser Unternehmen hat Erfahrung, also Moment. Unsere Finanzexperten haben mehr als 7 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten und wir arbeiten schon 10 Jahre. Sie können mit uns handeln und alles wird gut. Ja. Ich kann Sie eine E-Mail senden, dann können wir einen Deposit machen. Bitte? Ich dachte, der Robert. Wozu brauchen wir dann jetzt noch den E-Mail? Nein. Okay, zuerst, wenn Sie wollen mit unserem Unternehmen handeln, ja. Ich muss Sie auf unsere Plattform registrieren, ja? Okay, ja. Weil wir haben Ihre Informationen, ja? Aber Sie müssen zuerst registrieren, dann Sie müssen bezahlen, Sie müssen ein Deposit machen. Ein Deposit, dass Sie müssen investieren, zum Beispiel diese 52 Euro. Sie müssen bezahlen und dann Sie bekommen alle Daten. Ja, richtig. Eigentlich geht's die gesamte Zeit nur darum, dass ich einzahlen soll und dass der möglichst schnell an sein Geld kommt. Tja, und dafür nehmen die sich gerne auch mal ein bisschen Zeit, damit der Kunde möglichst schnell da einfach sein Geld einzahlt. Und wenn der Kunde halt nicht so richtig mitmacht, kann ja sein, dass der Kunde nicht schlau genug ist. Dann, ja, hilft man halt dabei, das Geld einzuzahlen. Es ist schon irgendwie Wahnsinn. Es geht auch die ganze Zeit immer nur darum, dass man da was einzahlen soll, man soll für sich, man investiert, die ganze Zeit die gleichen Wörter. Und ich meine, das erzählt aber ja jetzt ja alles irgendwie nicht zum ersten Mal. Er redet ja die ganze Zeit immer wieder davon. Tja, weil es so ist. Die wollen nur euer Geld. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise vernünftig beraten werdet. Ihre Daten, ja. Und dann, Sie können auf unsere Plattform loggen, ja. Und dann sehen Sie, was unsere Roboter machen. Und dann bekommen Sie auf jeden Monat bekommen Sie einen Gewinn. Ja, das ist 30 oder 45%. Ja. Ja? Können wir jetzt das machen? Ja. Ja, okay. Dann, Moment, ich sende Sie eine E-Mail. Okay? Ja. Moment. Also eine normale, seriöse Firma würde jetzt vielleicht einfach nur den Domainnamen durchbuchstabieren oder sagen, dass man halt die Webseite aufruft. Ja, hier soll aber mal wieder irgendein Zahlungslink oder irgendein verstecktes Bezahlsystem durchgegeben werden. Tja, mit Seriosität hat das auch wieder nichts zu tun. Tja. Es ist einfach schon zu schwierig, die Leute auf eine einfache, ihre eigene Webseite zu lotsen. Ja, weil es letztendlich nur um euer Geld geht und nicht um irgendeine Beratung oder dass ihr das Unternehmen kennenlernt. Mein Kaffee ist schon alle heute. Das ist blöd. Ich hatte gerade den Gedanken an meine Kaffeetasse verschwendet, weil dann ist mir eingefallen, die Kanne ist leer. Ist ja blöd. Naja. Guck, das ist gekommen. Ein Virus Beep. Die gibt es nur in solchen großen Abpackungen. Weil die, weil früher hatten die Mainboards das drauf, heute gibt es das so nicht mehr. Muss man selber drauf basteln. Ich finde das kacke, wenn der Computer kein Geräusch macht. Naja, sind halt jetzt 10 Stück, dann haben wir noch 100 Jahre Zeit für neue Computer. Also? Ja. Hallo nochmal. Ja, ich bin da. Ich auch. Also, können Sie Ihre E-Mail öffnen? Ach so, da muss ich erstmal meinen Computer anmachen. Ja, bitteschön, ich warte. Ja. Dann machen wir mal den Computer an. Wie geht es? Ganz öffnen gut. Sie Ihre Mail? Danke der Nachfrage. Öffnen Sie Ihre Mail? Was? Öffnen Sie Ihre E-Mail?
die, für die E-Mail. Ja, da muss ich doch erstmal den PC fertig machen. Bitte schön? Der PC fährt noch hoch. Okay, ich warte noch. So. Vielleicht kann ich hier noch etwas erzählen über unsere Plattform oder unsere Unternehmen. Ja, können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, es kann sein, ja? Ja. Okay, wenn Sie investieren mit uns, ja, man kann mit drei Weise handeln, also mit Robosystem, mit Finanzexpert oder mit Robot und Expert zusammen. Ja, aber dann wählen Sie, was Sie wollen. Vielleicht wollen Sie mit nur Robot oder nur Finanzexpert oder zusammen. Was ist für Sie besser? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da besser? Ja, ich meine, dass Robot und Expert zusammen, das war das ist ja mehr besser. Ich gerade eine Packung aus mit so kleinen Virus-Piep, so Computer-Piep-Geräten. Da ist ein Frauenhaar mit drin. Das ist ja eklig. Also, jetzt öffnen Sie Ihre PK? Was? Öffnen Sie Ihre PC? Ne, den PC nicht. Ich muss erstmal den Computer hochfahren. Aber öffnen, wenn ich den jetzt öffne, muss ich ihn ja wieder ausschalten. Wollen wir ja nicht. Okay, aber ich habe Ihre, auf Ihre Post eine E-Mail geschrieben. Ja, da gucke ich, wenn der, sobald er hochgefahren ist. Einfach mal an. Gibt's nichts? Da muss er erstmal hochfahren, der Rechner. Das Ding hier hält aus Spucke und Klebeband. Das, ich bin froh, wenn der überhaupt angeht. Ach so. Okay, und vielleicht ich kann, vielleicht können Sie mit Handy öffnen. Nee, das ist mir zu fummelig. Da habe ich aber die E-Mail-Adresse nicht drin. Bitteschön. Dankeschön. Gut. So, dann, das dauert noch ein bisschen, der ist noch nicht ganz warm. Guten Tag, ich heiße Carla Klein, ich bin Kollegin. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre E-Mail aufgemacht? Ja, aber was machen Sie denn jetzt am Telefon? Ja, das ist tatsächlich mal eine berechtigte Frage. Was machten die jetzt am Telefon? Einfach ohne Vorwarnung den Hörer weitergereicht. Also ich glaube, in einem seriösen Unternehmen würde euch das auch nicht passieren. Da würde der Mitarbeiter sicherlich noch darauf hinweisen, dass warum auch immer er jetzt das Telefon leider abgeben muss, ja, dass jetzt jemand anderes spricht. Hier wird man einfach weitergereicht. Und auf einmal hat man eine Quietschestimme in der Leitung. Ohne Vorbereitung. Schon irgendwie witzig. Wie setzen die das mit dem Datenschutz jetzt genau um? Wie wäre es denn erstmal den Kunden zu fragen, ob der damit einverstanden ist, jetzt mit jemandem anders an der Leitung zu sprechen? Also ich verstehe es nicht so richtig. Ich meine, die Blitzbirne, die wir hier dran hatten, der war ja noch nicht besonders schlau. Aber schon interessant, dass man hier einfach ohne Vorwarnung weitergereicht wird. Also ich helfe Ihnen. Einfach so. Ja, aber das hatte doch der andere gerade gesagt. Ja, also ich möchte jetzt Ihnen helfen. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre E-Mail aufgemacht? Nee, haben Sie da einen Brief von Reich Hansen bekommen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da erstmal den Computer angemacht, habe ich doch gesagt. Okay, ich warte. Alles gut. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum da auf einmal ohne Vorwarnung wer anderes dran ist. Hallo? Also bei uns steht, dass Ihre E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Können Sie bitte mir buchstabieren Ihre andere E-Mail-Adresse, weil diese ist nicht richtig. Na, erstmal muss mein Computer ja fertig hochgefahren sein. Das dauert ja, alles gut, also, wir warten. Wir warten in der Linie. Ja, das wie gesagt, da hält ja hier nur noch aus Spucke und Klebeband. Aber wir sind schon in den Startlöchern für was Neues. Alles gut, wir warten. Ups. Ja, ja. Aber irgendwie habe ich heute nicht verstanden, was wir jetzt bei der Bank gesucht haben. Weil wir sind doch dahin gegangen, um was billiger zu machen. Aber wahrscheinlich ist ja das. Ja, aber wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, noch unsere Ansprache ist Verkaufen vergangen. Ich weiß es nicht. Weil normalerweise bieten die einem doch immer was an. Aber diesmal ja nicht. Haben wir so tot gequatscht. Ja, also er braucht noch mit dem Hochfahren. Das. Alles gut, wir warten. Ist nicht so ganz das neueste Modell. Wir haben keinen Kaffee mehr.
So, ich habe jetzt aufs Internetfenster drauf gedrückt, aber es dauert noch eine Weile. Ja, alles gut. Ja, sobald unsere Geldgierigen auf der anderen Seite der Leitung denken, man spielt da jetzt mit und macht genau das, was die möchten, ja, dann nehmen die sich auch schön Zeit und verplempern ihre Zeit in der Leitung. Und irgendwie interessant, dass man das auch ziemlich gut ausreizen kann. Nur so nebenbei, das, was ihr jetzt hier quasi an, ja, Todzeit hört, ist noch lange nicht das, was hier eigentlich tatsächlich im Gespräch vorgefahren, also ja, wie es wirklich stattgefunden hat. Hier ist tatsächlich schon der allergrößte Teil von rausgeschnitten. So, und die E-Mail, die haben Sie jetzt schon geschickt. Ja, haben wir, aber bei uns steht, dass Sie haben nicht richtige E-Mail-Adresse angestanden. Können Sie bitte mir buchstabieren Ihre neue E-Mail-Adresse? Ja, was haben Sie denn da für eine Domain-Endung? Was ist denn das? Welche haben Sie denn da? Vielleicht einfacher. knusprig.gmail.com. Ach so, ja, nee, da reicht dann @mdcc.de am Ende. Also statt. Knusprig@gmail.com und was noch? Nee, knusprig.knusprig@mdccfun.de. Können Sie bitte ein bisschen langsamer das sagen, buchstabieren? Ja, also Vorname da, also der Name ist der gleiche, nur dann. Ja. Und dann hinter dem @md. MD, ja. CC. DP. Nee, CC. CC, ja. FUN.de. sun.de. Ja. Okay, ich probiere jetzt. Also, das ist knusprig.knusprig, mdccsun.de, ja? Ja, genau. Super. Wir probieren noch einmal, eine Minute. Nehmen Sie sich Zeit. Noch nichts da. Ja, wir versuchen das noch einmal schicken. Es muss da sein. Und, prüfen Sie bitte. Noch nicht, nee. Ist noch nicht da. Was ist denn los? Hunger? Wo gibt's denn zu essen? Hallo, das ist nochmal David. Ja. Ja, aber Sie sagen uns nochmal falsche E-Mail-Adresse. Na, höchst interessant. Auf einmal ist der Kerl von vorher wieder am Apparat. Hatte der nicht irgendwie plötzlich keine Zeit mehr und die nette Tante war jetzt an der Leitung? Ich verstehe es nicht. Also, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Da sprechen die einfach mittendrin weiter und übernehmen, als würden die schon die ganze Zeit daneben sitzen. Denn so ist es nämlich auch in der Tat. Die sitzen garantiert zu zweit an der Leitung, weil Bescheißen alleine scheint wohl nicht zu funktionieren. Ich weiß es nicht. Die brauchen auf jeden Fall Unterstützung, weil sie ja schon der Sprache nicht so wirklich mächtig sind. Aber dass denen hier zu zweit auch nicht auffällt, dass sie hier eigentlich nur hingehalten werden, ist auch eine starke Leistung. Aber das ist schon, tja, verwunderlich. Mit Datenschutz hat das hier definitiv überhaupt nichts mehr zu tun. Denn in welcher seriösen Firma wird man hier einfach hin und her gereicht zwischen verschiedenen Kollegen? Aber das ist schon irgendwie wieder besonders auffällig, was wir hier für eine Firma an der Leitung haben. Ich meine, grundsätzlich ist ja klar, wenn hier das Telefon bimmelt, dann kann da kein seriöser Call zustande kommen. Ja, aber was das hier jedes Mal soll mit dem Hin- und Herreichen, ich verstehe es nicht. Also unseriöser kann man sich eigentlich selbst gar nicht darstellen. Nee. Nee, weil wir können Sie nicht E-Mail senden. Ja, dann haben Sie was falsch gemacht bei der E-Mail. Vielleicht Sie lachen mit mir. Was? Vielleicht Sie lachen. Ja? Hören Sie mich lachen? Sie sagen nochmal und nochmal schlechte E-Mail-Adresse. Warum machen Sie so?
habe doch nur einmal meine E-Mail-Adresse gesagt. Oh, okay, bitte schön. Sagen Sie mir bitte nochmal, aber mit... knusprig.mdccfun.de. Ja, wir haben, wir senden auf diese E-Mail, ja? Ja, aber es gibt das Address not found. Ja, dann haben Sie ganz klar. Dass diese E-Mail ist nicht richtig. Ja, dann haben Sie da einen Fehler gemacht. Ja, ich habe nicht Fehler gemacht. Aber wer soll ich? Können Sie nochmal knusprig, Punkt knusprig? Ja. mdccsun. fun.de. F? Ja. MF? Nee. MDF? Knusprig at mdccfun.de. S-U-N.de. Ja? F-U-N, nicht S. F-U-N. MDF? Nee, mdccfun.de. Ah, F-U-N-D-E. Da? .de, ja. So. Okay, probieren wir jetzt nochmal. Ja, also wir haben es schon gesendet. So haben Sie jetzt rausgeschickt, dann gucke ich mal. Bitteschön? Ja, wenn Sie jetzt rausgeschickt haben, dann gucke ich nochmal. Ja, ja, Sie können jetzt nochmal gucken. Okay, Moment. Probieren. Jetzt ist was da, ja? Gibt es etwas? Ja, hier steht Deposit. Ja, von Ray Hansen? Ja. Ja, von Ray Hansen, also... Gut, jetzt klicken Sie bitte Deposit. Aha, da springt mein Virenschutz an. Und die Seite lässt sich nicht öffnen. Sie können nicht öffnen, ja? Ja, mein Virenschutz sagt hier, wir haben die Verbindung zu direktcpmrev.com sicher abgebrochen, da die Webseite... Ach so, gibt es jetzt Fehler auf dieser Webseite, ja? Ja, mein Virenschutz sagt, dass das Scam ist. Das geht nicht. Scam. Also Moment, ich ich sehe noch. Sehr witzig, da klickt man hier auf den Button und da geht gleich der Virenschutz an und sagt einem, was das ist. Ja, können Sie nochmal wiederholen? Weil ich rate mit meiner Kollegin über diese Probleme. Ich habe nicht gut gehört. Ja, ja, da steht ja, der Virenschutz bricht das ab. Man kann den Link nicht aufmachen. Ah, Sie können nicht den Link aufmachen. Ja, okay, jetzt probiere ich. Moment. Also, vielleicht können Sie kopieren diesen Link von Deposit und im Browser öffnen. Nee, geht ja nicht. Es geht nicht auf, ja? Richtig. Also unterbricht gleich der Virenschutz und sagt gefährlich. Also. Mach euch da mal ein Screenshot. Also, okay. Ich sende E-Mail für Sie. Von meinem E-Mail-Adress. Ja, das macht ja keinen Unterschied. Ich habe jetzt mal direkt auf die E-Mail-Adresse geantwortet mit dem Screenshot, was da für eine Meldung kommt. Sie haben auf diese E-Mail-Adresse geantwortet, ja? Okay, wir sehen doch. Da ist der Screenshot drin und da siehst du das, was das Problem ist. Ja, das ist tatsächlich mal beeindruckend gewesen. Hier in dem Fall ist tatsächlich der Virenschutz angesprungen und hat eine Malware entdeckt. Auf dem Bezahlsystem dieser Webseite. Tja, schon interessant, dass ein Virenschutz bei der Webseite selbst anfängt. In meinem Fall war es übrigens auch Avast. Also gibt's auch kostenlos, falls das irgendjemanden interessiert. Avast ist ein recht guter Virenschutz, der hat das hier auf jeden Fall schon erkannt. War so noch nicht, aber dieses Mal hat er es auf jeden Fall erkannt. Finde ich schon mal ganz gut, aber es ist auch erschütternd. Das heißt, die Betrüger, die wollen nicht nur an eure Kohle, sondern haben auch noch eine Malware auf der Webseite laufen, um euren Computer mit einem Virus zu infizieren. Also währenddessen ihr bezahlen wollt. Es ist schon wahnsinnig interessant, was die sich alles einfallen lassen, um an eure Kohle zu kommen. Nur irgendwie machen die es ja dadurch nur immer noch ein Stückchen unseriöser, als es vorher schon war. Der absolute Wahnsinn.
Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Und wer mag, kann gerne noch den Kanal abonnieren, um keins der weiteren Videos mehr zu verpassen in Zukunft. Außerdem unterstützt ihr den Kanal damit. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.